Hallo und ein herzliches Willkommen. Wir spielen wieder Ni no Kuni 2 heute und wir sind hier wieder im Palast von Quastenfloss, nachdem wir Quastenfloss Wächter beruhigt haben und danach eine nicht endende Liebesarie mit anhören mussten, zumindest gefühlt nicht endend. Wir haben sie ja überstanden und jetzt ist die gute Frau bereit, dass wir den Pakt, das Abkommen mit ihr unterzeichnen. Ja. Wie nicht anders zu erwarten. Wir werden wahrscheinlich auch weiterhin von Königreich zu Königreich wandern, da den Wächter wieder beruhigen, dann das Abkommen schließen und am Ende sind wir Großkönig, Kaiser, was auch immer. Schätze ich mal. Gut, Abkommen. Ab dafür. Gut, lasst uns beginnen. Ich bitte um den Vertrag. この二の国のため 手を取り。ブラハバンの約定を結ぶと誓おう。共に守ろう。二の国を。約定を結んだ間柄だ。Mit diesem Bündnis steht es euch frei, Quastenfloss jederzeit. Spricht er selbst. Das ist aber nett, dass sie uns ihren künftigen Ehemann so zur Verfügung stellt. セシリウス。え、お任せください。これからよろしくお願いします。オメディアス女王をハムナルの魔の手から解放したエヴァ。紆余曲折を経て、一行はシーラザラカンと同盟締結を果たした。 新たな仲間、セシリウス・フォーセルの加入によって、エスタバニアはさらなる発展を遂げるだろう。恋が禁じられているなんて、そんな国もあるんだね。 Bei dem Jungen habe ich jetzt mehrere Theorien. Ich meine, wir haben ja jetzt erfahren, dass Roland einen Sohn hat in der ersten Welt. Und wer den ersten Teil gespielt hat, der weiß, dass die Personen aus der ersten Welt und aus der zweiten Welt so irgendwie seelenverwandt sind, also irgendwie verbunden sind. Vielleicht ist irgendwas mit Rolands Sohn passiert und das ist vielleicht der Sohn. Wer weiß. Oder zumindest sein Ebenbild in Ni no Kuni. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber die Theorie wollte ich mal loswerden. Das war so eine Überlegung, die ich hatte. その国から僕は国を守りたいっていう強い意志を学んだ。自分を犠牲にしても誰にもそれが認められなくても女王は国を守り続けたんだ。女王やセシリウスに出会えてよかった。だけど君の進む先には まだまだ君が学ぶべき人が現れるんじゃないかな。うん、分かってる。もっと強く大きくなりたい。そうだね。まだ今の君は成長の途中だからね。エヴァン、早く大きな存在になった君と会いたい。そうなった君と会えることが僕の何よりの楽しみなんだ。そっか、そうなんだ。 それだけ君には注目してるってことさ。それじゃあね、エヴァン。うん、待っ。僕の発明は世界一だからね。魔導融合炉必ず完成させてみせるぞ。<笑>ムサカ様。<笑>たとえ 全てを犠牲にしようともね。<笑>第6章
栄光の奇跡。 Haben wir schon das sechste Kapitel. Meine Güte. Ich freue mich auf euch auf eurer Reise begleiten zu dürfen. Ich werde mein Bestes geben, euch als Geheimrat von Quastenfloss mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Dein Wissen und deine Erfahrung als Geheimrat werden uns sicher von großem Nutzen sein. Ich nenne dich zum Vizekanzler, damit bist du Roland direkt unterstellt. Wie ihr wünscht, Majestät. Gute Zusammenarbeit. Ich zähle auf dich. Höchste Zeit für eine Lagebesprechung. Welches Land ist der nächste Kandidat für unser Abkommen? Es bleiben Mechbaum und Katzbuckel. Wir sollten mit Mechbaum weitermachen. Ja, Katzbuckel ist vielleicht gerade keine so gute Idee. Du hast wahrscheinlich recht. Aber Mechbaum liegt doch an der anderen Seite des Meersprungs, oder? Was ist ein Meersprung? Hallo. Oh, wisst ihr das etwa nicht? Der Meersprung ist ein Riss, der sich durch das Meer zieht. Vor langer Zeit erschien ein Dämon, der die gesamte Welt erbeben ließ und so den Meersprung erschuf. Durch ihn wurde das Weltmeer in das Innere und das Äußere Meer geteilt. Mechbaum liegt im Bereich des Äußeren Meeres. Ich verstehe, und mit dem Schiff können wir diesen Meersprung wahrscheinlich nicht überwinden. Wenn unsere Schwalbertrosse doch nur so weit fliegen könnten, dann wäre das kein Problem. Wovon redet ihr? Mit unserem Schiff könnten wir den Meersprung doch einfach überspringen. Hä? Hätte nicht gedacht, dass du der Typ für solche Scherze bist. Nanto. Ihr wisst also auch nichts von der Sprungmaschine für Schiffe? Verzeiht, für uns aus Quastenfloss ist das etwas Selbstverständliches. Ich dachte, jedermann wüsste davon. Eine Sprungmaschine? Kann man die auch in unser Schiff einbauen? Ja, ich kenne mich ganz gut mit dem Mechanismus aus. Haben wir einen Schiffszimmermann und das entsprechende Institut, dann dauert der Einbau auch nicht allzu lange. Ich verstehe, wir brauchen ein Institut für Seefahrtstechnik. Das haben wir, glaube ich, sogar zufällig schon gebaut. So wie es aussieht, wurden alle Voraussetzungen erfüllt. Dann wollen wir mal mit Matthias über den Umbau unseres Schiffes sprechen. Ha! Schon alles erledigt hier. Oh, der immer in seiner Unterbuchse. Nein, es ist keine Unterbuchse, aber... Na! Tagchen Even, dein Schiffsumbau ist fertig, genau wie du es wolltest. Mit Hilfe von Cecilios Anweisung konnten wir den Mechanismus einbauen. Es sollte jetzt möglich sein, den Meeressprung mit dem Schiff zu überspringen. Arigato. Danke dir, Matthias. Dann können wir ja nach Mechbaum aufbrechen. Sprungfunktion des Schiffs. Das Schiff wurde erfolgreich für die Überwindung des Meeressprungs flott gemacht und wird nun automatisch an den im Bild markierten Punkten zum Sprung ansetzen. Auf geht's. Bin gespannt, was uns dort erwartet. Mechbaum liegt in den Mondlanden. Das ist aber auch schon so ziemlich alles, was ich darüber weiß. Hi. Mechbaum ist ein mächtiges Land, das sich ganz der Abrakalyse verschrieben hat. Abrakalyse? Das höre ich zum ersten Mal. Abrakalyse ist die Lehre von der Erforschung und Nutzen magischer Energie zur Technologieentwicklung. Mechbaum wird von Vector regiert. Er ist ein berühmtes Ingenieursgenie und nennt sich selbst Direktor. Es heißt, dass sich Mechbaum durch sein Genie von einem Unternehmen zu einem mächtigen Unternehmensstaat entwickelt hat. Hallo. Doch wenn man genauer hinsieht, scheint es Unruhen im Land zu geben. Bald könnte es wohl zu Ausschreitungen kommen. Mechbaum hat also Probleme. War ja klar, dass es nicht einfach werden würde. Ach komm, zieht nicht solche Gesichter. Lass uns doch erstmal in Mechbaum ankommen. Okay, wir haben jetzt ein springendes Schiff. Habe ich das richtig verstanden? Ich würde jetzt aber sehr gerne, nachdem wir das Kapitel abgeschlossen haben, dann gibt es ja meistens Quests hier auch für neue Talente und alles. Da würde ich sehr gerne erstmal schauen, wie es in Quastenfloss so aussieht. Und mal schauen, wenn ich hier jetzt... ich habe doch diese Süßbeere und so bekommen. Oh, ich muss auch einkaufen. Ich muss so viel tun. Ich verbrate aber auch immer Kräuter ohne Ende. Und habe kein Gold mehr. Naja, gut. Kann ich dann überhaupt kochen? Na gut, ich könnte ja mal die ganzen Items verkaufen. Dann habe ich auch wieder Gold. Nee... Doch, da, Süßbeere, aber Edelmilch fehlt mir noch. Haha, dann halt nicht. Dann würde ich jetzt erstmal nochmal nach Quastenfloss gehen und gucken, ob es da neue Talente gibt.
Na. Ist ja jetzt eigentlich gerade wieder ein guter Punkt, um Nebenquests zu machen. Ach ja, und unten, wir hatten ja noch diesen Typen, der mit seinem Ruderboot um die Welt schippern wollte. Da können wir doch mal hin. Der war irgendwo hier unten. Folgt uns eigentlich unser Schiff dann darunter? Versuchen wir mal. Oder müssen wir halt oben bei uns da einsteigen und dann... Nee, eigentlich hieß es doch, dass es uns folgt, oder? Habe ich doch richtig verstanden. Doch, da ist es doch. Ha 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 ha. Ha 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 ha. So, dann muss ich noch eben das Tagebuch aktivieren. Nee, da. Das hier war's. Der hat doch sicher jetzt Schiffbruch erlitten oder so. So, da müssen wir hin. Da fahren wir doch dahin. Oh. Okay. Große Viecher. Wow, Wahnsinn. Was für eine malerische Landschaft. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Hehe. Du bist ja auch gekommen, Mizung. Hehe, den Anblick darf man sich echt nicht entgehen lassen. Das stimmt. So, mein Boot ist noch super im Schuss und ich fühle mich besser denn je. Das Abenteuer kann weitergehen. Das freut mich zu hören. Wohin möchtest du denn als nächstes rudern? In der Nähe von Quastenfloss gibt es eine kleine Insel, die mein Interesse geweckt hat. Gemütlich am Strand sitzen und guten Grillfisch essen, das ist doch ein feines Leben. Das klingt wirklich toll. Also dann, Mizung, wenn du Zeit hast, komm doch da auch mal vorbei. Wie will der eigentlich über den Meersprung paddeln? So, der hat sich jetzt ganz woanders hingemacht. Ja, nach Quastenfloss. Da teleportieren wir uns jetzt auch gleich hin. Weil ich bin sicher, da sind ganz viele Quests jetzt freigeschaltet. Wie komme ich denn so? Einfach mal ein paar Nebenquests machen. Es gab auch noch welche mit Monster besiegen und sonst was. Könnte man auch noch mal... So, wie sieht's denn hier aus? Ah ja, guckt mal. Ach, guck mal, da können wir nach unten gehen. Da ist noch was. Wer bist du denn? Oh nein, 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 ich bin geliefert. Was ist los? Warum bist du so aufgewühlt? Willst du das wirklich wissen? Nun gut, ich habe versehentlich in einen Schonbezirk gefischt. Was ist ein Schonbezirk? Ein Gebiet, in dem das Fischen verboten ist. Ah, verstehe. Das geht mir ja mal gar nicht, Mann. Ja, ich weiß. Dazu kommt noch, dass mein Angelhaken ins Meer gefallen ist. Seitdem verfolgt mich die Akwu-Frau immerzu. Hui, das hat... Da hat dich ja jemand auf dem Kieker. Ich wollte mich ja auch entschuldigen, aber ich konnte nicht. Könnte mir einen Gefallen tun und mal nachsehen, ob sich ihre Laune gebessert hat? Aber danach entschuldigst du dich, klar? Ja, selbstverständlich. Ich will, dass das alles endlich vorbei ist. Wir helfen dir, aber nur dieses eine Mal. Vielen Dank. Ich bin euch zutiefst verbunden. Die Akku-Frau, von der ich sprach, ist in der Nähe vom Fischerparadies. Außerdem trägt sie hellgrüne Kleidung, glaube ich. Also, ich danke dir nochmal für deine Hilfe. Okay. Das ist aber kein Talent. Wo ist die denn? Beim Fischparadies, hat er doch gesagt. Fischerparadies. Ja gut, dann gehen wir da direkt hin. Da sind ja auch noch andere Quests. So, grüne Klamotten. Da, die hier wahrscheinlich. Verdammt nochmal, was steckt der Kerl nur? Wie schafft er es nur immer davon zu kommen? Verzeihung bitte, könnten wir uns kurz unterhalten? Ich habe gerade ganz schlechte Laune, fass dich kurz, ganz kurz. Es gibt da jemanden, der sich gerne bei dir entschuldigen würde. Jemand, der seinen Angelhaken verloren hat. Sorry, aber von wem redest du eigentlich? Da war doch dieser Mann, der in einem Schonbezirk gefischt hat und der will sich jetzt entschuldigen. Ach der, er will sich also wirklich entschuldigen?
Es scheint ein merkwürdiges Missverständnis zu geben. Ich bin weder von der Polizei, noch mache ich ihm irgendwelche Vorwürfe. Was, wirklich? Ich will das Fischen im Schonbezirk keinesfalls befürworten. Wenn er es bereut, dann bin ich damit zufrieden. Mein Problem ist der Angelhaken, den ich gefunden habe. Diese Handwerkskunst hat mich überrascht. Ein echtes Schmuckstück. Eignet sich hervorragend als Ohrring. Okay, ich muss unbedingt wissen, woher ich mehr davon kriegen kann. Ach, deshalb hast du ihn die ganze Zeit verfolgt. Könntest du dieses ganze Missverständnis nicht aufklären? Und fragst du vielleicht auch gleich nach dem Angelhaken? Alles klar, ich werde das Schiff schon schaukeln und sicher in den Hafen bringen. Danke, ich hoffe, er versteht, dass ich ihm nichts Böses wollte. So, hier ist wahrscheinlich wieder Lieferdienst, oder? Immer hereinspaziert, willkommen im Backfisch. Freut dich auf den besten, frischesten Fisch in ganz Quastenfloss. Mein Junge, wenn du schon den ganzen weiten Weg hierher gekommen bist, darfst du dir diesen Gaumenschmaus nicht entgehen lassen. Boah, der Schuppen sieht gar nicht mal so schlecht aus. Los, Even, ich brauche einen Imbiss. Warum nicht? Ich könnte auch eine Stärkung vertragen. Schick, dann lass mal uns reinhauen. Hast du gehört, Tantchen? Bring mal das Beste, was ihr zu bieten habt. Ach je, da habt ihr jetzt wirklich, aber wirklich Pech gehabt. Unser Klassiker, die Spaghetti Marinara, ist nämlich leider aus. Nein, was soll das denn? Erst feiert ihr euch selbst über den grünen Klee und dann sowas. Gut, was haltet ihr davon? Ihr besorgt die Zutaten selbst und bekommt dafür 2 Portionen gratis plus eine Extrabelohnung. Und das meinst du auch ehrlich, Tantchen? Nicht, dass wir für dich einfach nur zum Einkaufen rennen. Natürlich meine ich das ehrlich. Wir haben hier schließlich einen Ruf zu verlieren. Hast du gehört, Even? Dann können wir hier noch Spaghetti futtern. Ist doch eine prima Idee, oder? Hä? Nun komm schon. Haha, also gut. Hervorragend, da passt man gut auf. Als erstes braucht ihr 3 Noctopusse. Ich glaube, die habe ich nicht. Noctopusse? Was denn das für ein Gesicht, Even? Sag bloß, du magst keinen Noctopus. Naja, wie diese roten Tentakel sich immer so winden. Das ist nicht gerade meins. Wenn das so ist, muss ich deine Portion wohl auch essen. Traurig aber wahr. Das würde dir so passen. Keine Sorge, wenn der Noctopus erstmal gekocht ist, habe ich kein Problem mehr damit. Macht euch keine Sorgen, es wird genügend für euch alle geben. Also dann, viel Glück bei der Jagd. Nee, einen Oktopus habe ich gar nicht. Keine Ahnung. So, hier ist auch noch eine Quest. Seufz, dieses Leiden in meiner Brust, dieser Schmerz. Was kann ich nur tun, um davon erlöst zu werden? Was ist passiert? Du siehst nicht gut aus. Naja, also, ich würde gerne dem Fischer Sören etwas näher kommen. Dann sag es ihm doch einfach. Niemals unmöglich, einfach so gerade heraus kann ich das nicht. Da würde ich sofort einen Herzinfarkt erliegen. So schlimm? Und was hast du dann vor? Das weiß ich eben nicht. Ich überlege Tag ein, Tag aus. Ich bin Taucherin, er ist Fischer. Wir sehen uns häufig am Meer. Aber er ist von schweigsamer Natur und wir reden kaum. Ach, wenn ich doch nur wüsste, was er von mir hält. Das allein würde mir das Leben etwas leichter machen. Wenn es dir hilft, kann ich doch mal mit Sören reden. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Ja, bitte, das wäre wunderbar. Aber bitte sag ihm nicht, dass ich dich geschickt habe. Frag ganz beiläufig, ja? Und danke für deine Hilfe. Auch kein Talent. Ich würde nochmal zu dem Auftragsheini gehen. Vielleicht hat der jetzt endlich Talente für mich im Angebot. Das gibt's ja nicht hier. Das ist keine Quest für ein neues Talent ist. Na, der Ruderer zwar, aber... So, jetzt aber. Ja, stell mir Talente vor. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt brauche ich auch noch. Hast du Aufträge für mich? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Schankerstab, keine Ahnung. Mäuse-Armee-Lanze. Tja, Uhu-Federn, ja, habe ich. Pseudopilz habe ich auch. Sehr schön. Reicht erstmal. So. So, das gibt doch wieder Talente hier. So, sehr schön.
So, wen nehmen wir denn noch? Was hat er denn? Hier, der hat Außendienst. Ich brauche doch einfach mit Außendienst für schnellere Bewegung. Den nehmen wir. Aber dann kann ich keinen anderen. Oder doch, einen kann ich noch nehmen. Dann kann ich hier den zum Beispiel. Magielabor ist auch nicht schlecht. Ausbeute beim Jägern. Expertise in der Waffenwerkstatt. Der sieht aus wie aus Captain Harlock. Okay. Zusätzliche Expertise in Metalaboren. Nee, den hier nehmen wir. Den brauchen wir. Ganz dringend. So, und wen nehmen wir noch? Dann bleibt ja noch einer. Jawohl. Die muss ich mir jetzt noch einsammeln. Sehr schön. Wo sind denn die alle? Ach du meine Güte. So, hier ist noch jemand. Wo denn? Hä? Wie muss ich denn da hin? Da oben irgendwo? Jetzt? Ach so, ich muss wahrscheinlich hier außen rum. Ah, ja, ja, ja. Okay. Der gute Laune-Knopf. Und hier ist noch was. Ach Gottchen. Ja! Mein Name ist Sandrikos und ich bin der beste Meeresbiologe des Landes. Ich weiß absolut alles über das Meer und die See. Wow, wow, wow. Eigenlob stinkt nicht, was? Na! Was soll ich machen? Ich bin halt ein geniales Köpfchen. Du bist doch auch nur hier, um mein Assistent zu werden. Habe ich recht? Assistent? Ich? Mein Assistent muss natürlich ein einmaliger Fang sein. Wenn du meine Prüfung meisterst, denke ich darüber nach. Erste Aufgabe, bring mir einen Fisch, der giftig ist. Naja. Wie jetzt? Es geht schon los? Ein giftiger Fisch, gleich die erste Aufgabe, klingt ziemlich schwierig. Ein giftiger Fisch. Aber der ist auch ein Talent, sehr schön. Zitterbrasse, etwas schlammig schmeckt nach Fisch. Nein. Beliebter, neutraler Süßwasserfisch. Fettreicher Fisch mit frischer Färbung. Nein, passen alle nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Schade. So, wo noch hin? Machen wir mal beim Anlegeplatz eben die Quest noch fertig. Dass wir die schon mal abgeschlossen haben. Hoffe ich doch, dass die abgeschlossen ist. Und dann sammeln wir noch die Talente ein. Muss ich nehmen? Hier. Ja. Oh, du bist. Wie ist es gelaufen? Was hat sie gesagt? Nun ja, also du hättest dir gar nicht solche Sorgen machen müssen. Sie ist nur an deinen Angelhaken interessiert. Sie will wissen, wo sie noch so einen herbekommen kann. Was? Ehrlich? Den habe ich selbst gemacht. Wow, echt jetzt? Das haut mich jetzt echt aus den Socken. Hey, du kannst also Angelhaken machen? Du scheinst ja recht begabt zu sein. Siehst gar nicht danach aus. Ich mag es, Kunst zu schaffen, aber das ist mir jetzt doch peinlich. Ich bin so viel Lob gar nicht gewohnt. Ich werde noch ganz rot. Jedenfalls ist die Aquafrau nicht sauer auf dich. Willst du dich nicht mal selbst mit ihr unterhalten? Was? Nein, 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 das kann ich nicht. Ich bin viel zu schüchtern. Du gehst mir langsam echt auf den Keks. Willst du die Frau einfach ignorieren oder was? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der meine Arbeiten so bewundert. Natürlich kann ich das nicht ignorieren. Getroffen hast du sie noch nicht wirklich. Sehr, sehr. Genau, also was willst du jetzt machen? Du solltest das tun, was du am besten kannst, oder? Ah. Na dann werde ich hier noch einen Angelhaken machen. Also gehst du jetzt doch nicht zu ihr. Immer mit der Ruhe, Remy. Für so eine Begegnung muss man erstmal die Nerven aufbringen. Das stimmt, du bist ein sehr netter Typ. Ich habe noch eine klitzekleine Bitze. Ich brauche noch Material. Kannst du mir 3 Brocken Golderz besorgen? Hä? Was? Jetzt muss ich auch noch den Laufburschen spielen. Warum triffst du dich nicht einfach mit ihr? Hm. Bitte, bitte. Nur noch nur durch meine Kunst kann ich mich ausdrücken. Wenn ich fertig bin, gehe ich auch gleich zu ihr, okay?
Na gut, ich hole dir die 3 Brocken Golderz. Das ist aber wirklich das letzte Mal, dass ich dir helfe. Oh Gott, habe ich Golderz? Hm. Anscheinend nicht. Na gut, dann hat sich die Sache jetzt erledigt. Da unten ist... Ach so, das ist wahrscheinlich eine Quest für einen... Für ein Talent, was ich freigeschaltet hatte? Jawohl, den nehmen wir gleich mit. Den brauchen wir. Ja. Hey, ich habe vom Buch Walter gehört, dass du der berühmte Retter in der Not bist. Dass du mich rekrutieren willst, beweist deine Menschenkenntnis. Mit dem Bogen mache ich mir keiner so schnell was vor, aber mich interessieren auch andere Techniken. Deshalb wollte ich immer gerne fremde Länder bereisen und dort lernen. Und da hat mir der Buch Walter von deinem Land erzählt. Das wäre doch was. In deinem Land könnte ich auf jeden Fall viel über die Jagdtechniken anderer Länder lernen. Weißt du eigentlich, wie sehr ich mich auf diesen Tag gefreut habe? Ich auf jeden Fall in dein Königreich. Bin zwar noch jung, aber ich kann kämpfen wie ein Mann. Und irgendwann werde ich allen zeigen, was ich drauf habe. Nice! Finn und die Einheit Kokosnussbrüder. Schön. Hey, du bist der Erste, der mich richtig ernst nimmt. Danke, Even. Ich werde deine Beute, keine Beute entwischen lassen und ich halte dir den Rücken frei. Sehr nice. So, jetzt, ach du meine Güte. Erstmal da hinten zum Hotel. Okay, wer ist da? Da. Huch, wie siehst du denn aus? Was ist denn mit dir los? Er ist viel zu leise, ich verstehe überhaupt nichts. Seid ihr etwa Barbeus, der Musikmeister? Ein Musikmeister? Oh ja, Barbeus ist einer der ganz großen Musiker Quastenfloss. Seiner Musik wird nachgesagt, dass sie die Wunden der Seele heilen kann. Doch eines Tages hat er plötzlich aufgehört mit der Musik und man hörte nie wieder etwas von ihm. Selbst die Königin war sehr traurig über diesen Verlust. Gestohex. Gestohex? Gestohlen von einer Hexe vielleicht? Versucht ihr etwas zu sagen, dass eine Hexe... Versucht ihr etwa zu sagen, dass eine Hexe eure Stimme gestohlen hat und ihr deswegen keine Lieder mehr singen könnt? Die Stimme eines singenden Künstlers stehlen, was für ein besonders perfides Versprechen. Es muss sehr schlimm für dich sein, Barbeus. Nee. Wir werden dir deine Stimme zurückholen. Sag uns nur, wo die Hexe ist. Berggrotte. Berggrotte? Etwa die auf der Insel Makronesien in der Nähe von Quastenfloss? Ich kenne den Ort. Kommt, Even, holen wir Meister Barbeus' Stimme zurück. Ja, lass uns gehen. Das ist aber ein Talent, ja. Aber den machen wir jetzt nicht. Wir haben sowieso nicht mehr viel Zeit. Wir holen jetzt einfach nochmal alles ab hier. Du kommst auch mit, oder? Ich bin Aquarinus. Meine Familie erforscht schon seit Generationen als Magiewissenschaftler die alte Zauberkunst. Außerdem interessiere ich mich für Poesie und sammle Muscheln. Morgens gehe ich gerne zum Joggen. Warum ich dir das alles erzähle? Nun, ich bin im Moment auf der Suche nach einer Freundin und ich übe schon mal meine Selbstvorstellung. Okay, nun, da die Liebe nicht mehr verboten ist, wünsche ich mir nichts sehnlicher als eine schicksalhafte Begegnung. Oh, tut mir leid, aber andere Leute warten. Falls du etwas brauchst, sag es mir bitte schnell. Der alte Buchwalter hat mich empfohlen. Bist du dir da sicher? Ich hatte ihn doch um eine schicksalhafte Begegnung gebeten. Hat er etwa gedacht, ich habe dabei von Arbeit gesprochen? Wie peinlich, was sage ich dem Jungen denn jetzt bloß? Es ist mir eine außerordentliche Ehre, von euch persönlich auserwählt worden zu sein, eure Majestät. Ich werde euer Königreich mit all meinen Kräften unterstützen. Vielen Dank für euer Vertrauen. Juhu! Dann werde ich mal aufbrechen, wir sehen uns später. Hoffentlich gibt es dort auch Muscheln und vielleicht meine große Liebe. Gut, fehlt nur noch da hinten das. Habe ich dafür einen Teleport? Ich weiß es gar nicht. Was wäre das denn? Ich gehe wieder zum Anlegeplatz. Dann gehen wir halt von hier aus hin. Bin ich überhaupt richtig? Ich könnte auch einfach vom Fischerparadies aus hin.
ich auch eher drauf kommen würden. So. Du hier? Du da, ja. Deine Augen, wie sie leuchten. Ja, sie funkeln geradezu, wie ein Diamant. Ach, da könnte man echt neidisch werden. Du kannst dich sicher vor Verirren gar nicht retten, oder? Ich dagegen... Ich habe neulich diesem Mädchen, das ich mag, einen Ring geschenkt. Und sie hat ihn doch glatt an einem Pfandleiher verkauft. Kannst du dir das vorstellen? Und wie du siehst, bearbeite ich auch heute wieder Edelsteine, um mein eigenes Unglück für einen Moment zu vergessen. Hm? Du willst, dass ich für dich arbeite? Du willst dieser armen Seele in Not wirklich helfen? Das rührt mich zu Tränen. Ich nehme dein Angebot gerne an. Yay! Wertvolle Ausbeute bei den Bergarbeitern. Sehr schön. Ich möchte mich gerne noch einmal offiziell vorstellen. Ich bin Barschoss, Juwelier von Beruf. Freut mich. Okay. Alles klar. Oh, was ist das? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein Heldenring. Der lag da einfach so rum? Okay. Ich glaube, damit haben wir hier alle Quests abgegrast. Sehr schön. Der Junge braucht Goldbrocken. Gut, die können wir ihm erstmal nicht geben. Und damit würde ich sagen, ist die Folge für heute schon wieder rum. Wir haben ordentlich Talente abgegrast. Das ist schön. Das hilft uns weiter. Und dann denke ich mal, wenn wir beim nächsten Mal wieder mit der Hauptquest weitermachen. Oder vielleicht nochmal die ein oder andere Nebenquest. Ich weiß es nicht. Der Paddeltyp vielleicht nochmal. Müssen wir mal schauen. Muss ich mir überlegen. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Falls noch nicht geschehen, lasst ein Abo da. Und bis dann. Ciao, ciao.